Ja, liebe Zuschauer von EBTTV, dies ist hier die Samariterstraße am Freitag vor dem absoluten Spitzenspiel in der Badminton-Bundesliga zum letzten Heimspiel in der Hinrunde, zum letzten Heimspiel in 2014 kann ich Sie in 2 Tagen hier begrüßen. Dann sieht die Halle noch etwas anders aus. Jetzt trainiert hier noch der EBT-Nachwuchs und am Sonntag, dann kommt es hier zum absoluten Showdown. Zu Gast ist der Dauerrivale aus dem fernen Westen, zu Gast ist der erste BC Bischmisheim. Die Vorzeichen sind andere, als sie es waren im Mai. Diesmal stehen wir deutlich schlechter da. Wir sehen gar nicht als Favorit in diesem Jahr aus. Das liegt daran, dass wir die Hinrunde bisher noch nicht sehr erfolgreich absolvieren konnten. Es gab immer wieder Rückschläge in Refrath. Es gab auch Rückschläge bei anderen Mannschaften zu Hause. Es gab Rückschläge hier in der Samariterstraße, was letztes Jahr noch eine Festung war. Und zurzeit befinden wir uns leider nur auf dem 5. Tabellenplatz, was bedeuten würde, nach aktuellem Stand, keine Playoffs in diesem Jahr. Ja, wie gestaltet man jetzt den letzten Heimspieltag am Sonntag hier? Man muss das Beste daraus ziehen. Man muss also Vollgas geben. Man tritt mit voller Mannschaft an. Das bedeutet, wir spielen mit den absoluten Spitzenspielern. Das heißt, Jaco Ahrens, Robert Blair und natürlich auch ein Wille Lang wird hier sein. Ein Kenneth Jonassen wird da sein. Und bei den Damen Linda Cicchiri und auch Lotte Jonathans. Alle werden hier an Bord sein, um die Macht aus dem Saarland, ja, den Bundesstützpunkt in irgendeiner Weise in ihre Schranken zu verweisen. Im Finale letztes Jahr, da konnten wir uns noch relativ locker durchsetzen. Das absolute Key-Game war das erste Herrendoppel, beziehungsweise das Herrendoppel. Jaco Ahrens und Robert Blair haben ein absolutes Wahnsinnsspiel abgeliefert gegen die beiden Kaderspieler Johannes Schöttler und Michael Fuchs. Das wird auch in diesem Jahr, beziehungsweise das wird auch am Sonntag hier das absolute Schlüsselspiel sein, denn wenn man hochmotiviert und wenn man mit einer 1:0-Führung in dieses Spiel geht, dann haben die anderen Spieler noch mehr Selbstbewusstsein und können dann hinten raus Vollgas geben. Ich denke, besonders schwer wird das Wille Lang haben. Wille Lang wird gegen Dieter Domke spielen. Dieses Duell gab es bisher noch nicht. Das heißt, wir können da noch gar nicht viel sagen. Aber ich glaube, dass Wille Lang gerade hier zu Hause nochmal richtig zeigen will in diesem Jahr, dass er Vollgas geben will, dass er will und dass er auch diese Mannschaft in die Playoffs führen möchte als Nummer 1. Bei den Damen, ja, da kommt es darauf an, wie der erste BC Bischmisheim antritt. Sie sind sehr stark ersatzgeschwächt, Olga Kohner nicht dabei und mal sehen, Lisa Heidenreich unter Umständen. Da wird sich zeigen, wer hier dann die Damenspiele gewinnt und das Spiel dann locker durchzieht. Ja, dann kommt es natürlich zu einem absoluten Top-Duell. Kenneth Jonassen wird wieder dabei sein und der wird, ja, der ist richtig heiß. Egal wer da kommt, ob dann Marcel Reuter kommt oder sein alter Bekannter Lukas Schmidt. Die beiden, die will er, gegen die will er nicht verlieren, das ist die junge Garde und das will sich der Oldie, das will sich der ehemalige Weltranglistenerste hier keinesfalls nehmen lassen, nicht die Blöße geben und der möchte hier zu Hause seine weiße Weste behalten. Ja, der erste BC Bischmisheim, der ist aktuell auf einem besseren Tabellenplatz, sie sind nämlich auf dem 4. Platz und kommt deswegen als Favorit hier in die Samariterstraße. Was uns natürlich hier gar nicht gefällt, es gibt diese Dauerrivalität und wir würden uns natürlich diesen Platz, den 4., aber gerne auch den 3. Platz, würden wir uns gerne holen. Ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr am Sonntag um 14 Uhr den Weg in die Halle findet, um die SGEBT Berlin 1, den deutschen Meister, den dreifachen deutschen Meister, wieder nach vorne zu preschen, nach vorne zu motivieren, damit er dieses wichtige Spiel gegen den ersten BC Bischmisheim gewinnen kann. Am Sonntag geht es um 14 Uhr los, es ist der 3. Advent, da kann man sich nach einem leckeren Mittagessen auf den Weg in die Samariterstraße machen und hier Badminton der Spitzenklasse erleben. Ich werde da sein, Markus wird da sein, der Matze hinter der Kamera wird da sein und dann hoffen wir, dass es einen versöhnlichen Heimspielabschluss in diesem Jahr 2013 gibt. Wir sehen uns am Sonntag, 14 Uhr in der Samariterstraße. Kommt vorbei, SGEBT Berlin gegen 1. BC Bischmisheim. Macht's gut und tschüss.